Rainy ist nicht da. Wir sind Mark und Amber. Wir haben 6 Kinder. Rainy ist die Älteste. Wir stehen vor Rainys erstem Haus. Wollt ihr es sehen? Ja, es ist hier. Hier die Couch und da die Poster. Der Schrank ist mini, aber ich habe 2 davon. Wird lustig. Wir haben eine Kaffeerösterei hier in Bentonville. Rainy ist damit groß geworden. Kaffee ist ihre Leidenschaft. Sie ist eine der Jüngsten in dieser Branche. Während Rainy in Seattle auf Fortbildung ist, schleichen wir ins Haus und machen einiges neu. Als Überraschung, wenn sie zurück ist. Wirklich toll. Ich freue mich total. Nur die Schränke müssen raus und noch ein paar Sachen. Wir denken, wir kennen unsere Tochter. Sie mag es modern und klassisch. Aber sie hat natürlich ihren eigenen Stil und ist sehr kreativ. Wir gehen schon ein Risiko ein, wenn wir für sie entscheiden. Ein süßes Landhaus. How's it going? Welcome to Rainy's House. Echt hübsch und eine nette Größe. Euer Budget liegt bei 58.000? Was ist euch am wichtigsten? Eine neue Farbe. Ich glaube, sie ist nicht glücklich mit dem Braun. Alles ist braun. Rainy ist momentan in Seattle. Es soll fertig sein, bevor sie zurückkommt. Wir könnten in den Vertrag schreiben, lebenslang Kaffee. Wenn sie es wirklich schnell wollen. Kaffee hilft. Okay, dann los. Wow, 1888. Cool. Hält die Leiter auch? Come on. She's gonna climb up it to get her books. Give it a feel. Run and test. Go ahead. Oh my goodness, Dave. If I break this. Die bricht nicht. Oh, yeah, look. This is it. It's go time. Rainy wird bald hier sein. Wir wissen überhaupt nicht, wie sie reagieren wird. Sie hat keinen blassen Schimmer. Da kann alles passieren. Wirklich alles. In welcher Farbe würdest du dein Haus streichen? Was habt ihr gemacht? Wait, that's beautiful. Wait. Oh gosh. Look who we have. Hier wohnst du. Oh gosh. Wir haben uns heimlich reingeschlichen und waren in deiner Abwesenheit fleißig. Als Überraschung. Ich kann's nicht glauben. Die Farben sind toll und die schönen Bänke zum Kaffee trinken. Gehen wir rein? Wir waren nicht nur außen fleißig. Willst du es sehen? Wow. You turned this. Da war nichts. This was like nothing. There was nothing in here. Eine richtige Wohnung mit Essecke. Und die Decke. Look at the ceiling. Unglaublich, was ihr gemacht habt. Ohne mich. You did it without me. Wie waren wir? Großartig. This is amazing. Oh my gosh. And then we know. Wir haben gehört, du liest gern. Deshalb haben wir ein Bücherregal mit Leseecke geschaffen. Ein richtiger Blickfang.
is just amazing, right? When you walk on the door, it's just a statement. You can roll. Du kannst mit der Leiter rollen. You can slide on your ladder to retrieve a book. Ein Traum. Are you ready? Bereit für die Küche? Yes. After you. Go for it. Oh wow. Oh my god. Wait. That's so different. Ganz anders. What? I don't know what sie war wirklich hässlich. Really echt schön geworden. I remember thinking about what I was gonna change. This is beautiful. This is amazing. Die offenen Regale und die Fliesen. Tile. Thank you guys so much. Okay, and there's one. Und deine Eltern haben noch auf einen anderen Raumteil bestanden. Er gehört zu eurer Familie. Part of your family. Oh my, what? Eine Kaffeebar. Wow. That's amazing, guys. Look, your own espresso. Deine eigene Espressomaschine. Hier bestellen wir. Durchs Fenster. Ein Drive-In. Sag das nicht, Dave. Zu spät. Was ist das? Echt cool. Der stammt aus einem Antiquitätenladen im Prairie Grove. Mit Schiebetüren und Rollen. Falls du deine Kaffeebar verschieben willst. Und wir waren in der Rösterei. Deine Eltern haben uns ein paar richtig schöne Familienerbstücke gegeben. Ich habe auch gehört, dass du Guatemala magst. Deshalb das Bild hier. Wunderschön. Okay, so in order to damit wir die Bar machen konnten, musste die Waschmaschine weichen. Sie hat einen eigenen versteckten Raum bekommen. Du musst also nicht zu den Eltern. Du hast eine Waschmaschine. Das ist gut. Good news. Aber noch spannender als der Waschraum ist das Schlafzimmer. Okay. Oh, guys. Toll. Oh, so lovely. Und der Schrank darf natürlich nicht fehlen. Wir haben etwas Raum vom Schlafzimmer abgezwackt, um den Schrank zu vergrößern. Habe ich gar nicht gemerkt. Wow, this is great. My gosh. Ein begehbarer Schrank. Genial. This is insane. Bisher hatte ich nur einen Wandschrank. Ein Raum noch. Das Badezimmer. Wow. Wow, this toll. Is crazy. Mit Tatzen. Wait, what? Look at this tile in the closet tub. What? You know, I spend most of my ich verbringe die meiste Zeit im Bad. Getting ready in the morning and oh my gosh, this is beautiful. Und noch ein Stück Geschichte. Die Wanne kommt von unserer Farm. From our farm. From our field. From our field. Ich freue mich, dass ich sie dir geben kann und aus unserem Garten weg habe. Ich nehme das Geschenk dankend an. Zufrieden? Ja, total. Ihr seid der Wahnsinn. Dave und Jenny haben das toll gemacht, zusammen mit meinen Eltern, die mich gut kennen. Mein eigenes Haus, ich komme mir vor wie in einem Traum. Glückwunsch. First house, yes. Kuscheln im Bad. As you do.